Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem zweiten Bally Song Talk. Eigentlich wollte ich über andere Themen sprechen, jedoch habe ich in letzter Zeit wieder einige Abonnenten dazu gewonnen und viele sind Bally Song Neulinge. Und ich dachte mir, okay, ich mache mal wieder ein Einsteiger-Hilfe-Video, beziehungsweise verpackt in einem Bally Song Talk. Ja, ich gehe mit euch jetzt die einzelnen Bereiche durch. Ich hoffe, ihr könnt was draus lernen. Vor allem, wenn ihr total neu dabei seid. Ja, ich würde mal sagen, beginnen wir direkt. Und zwar zuerst mal, welches Balisong soll man sich denn nun kaufen? Naja, zuerst mal dürft ihr überhaupt einen Balisong kaufen. Das ist ja immer so eine Sache. In Österreich sind scharfe Balisongs, wie hier zum Beispiel das JKR Inox, ab dem 18. Lebensjahr erhältlich. Balisong-Trainer, wie hier zum Beispiel der Endux Zone Trainer, sind frei erhältlich. Okay, wenn ihr noch minderjährig seid, dann ist es wichtig, dass eure Eltern zustimmen, dass ihr einen Balisong haben dürft, welches scharf ist. Ihr solltet wirklich mit euren Eltern sprechen und ihnen beweisen, dass ihr damit verantwortungsvoll umgeht und damit ihr niemanden abstecht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt zur Frage, welches Balisong solltet ihr kaufen? Prinzipiell schon mal nicht das teuerste, denn wenn ihr neu in der Balisong-Szene seid, soll heißen, ihr habt einige Flipping-Videos gesehen und habt euch gedacht, cool, das will ich auch können. Und ihr wollt euch einen Balisong kaufen, dann bringt's gar nichts, wenn ihr euch gleich schon einen 300 € Benchmade kauft. Wenn es euch schlussendlich dann nicht gefällt, dann habt ihr 300 € für die Katz ausgegeben. Deshalb greift zuerst mal zu einem günstigen Balisong und zu einem Balisong-Trainer. Hier zum Beispiel Endux Zone Trainer, okay, es mag nicht der beste sein. Er zählt schon eher zu den schlechteren Trainern. Kostet aber nur 5 bis 7 €, je nachdem, wo man ihn kauft. Deshalb greift zuerst mal zu einem Balisong-Trainer, vor allem da ihr euch damit nicht schneiden könnt. Und achtet darauf, dass die Klinge, beziehungsweise hier die Trainerklinge, mit den Handles verschraubt ist. Also hier sind normalerweise Torx-Schrauben oder auch Inbusschrauben. Hier zum Beispiel beim Jaguar sind Nieten. Und bei Nieten ist das Problem, mit der Zeit bekommt ihr hier so ein Handelspiel rein. Und das sollte wirklich nicht sein. Und normalerweise macht man dann als Anfänger den Fehler, man nimmt eine Zange, drückt hier die Handles zusammen und irgendwann brechen die dann garantiert und ihr könnt euch verletzen. Also genietete Balisongs eher nicht. Lieber welche mit Schrauben, denn wenn die Schrauben locker werden, könnt ihr sie zuziehen oder ein wenig schraubenfest reingeben, dann passt das wieder. Joa, jetzt wisst ihr ja so circa, nach was ihr Ausschau halten solltet. Aber wo kauft ihr denn jetzt eines? Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, deshalb werde ich jetzt in diesem Video hier nicht mehr drüber sprechen. Klickt einfach mal oben auf die Infokarte, da gelangt ihr direkt zum Video. Ansonsten findet ihr den Link wie immer in der Videobeschreibung. Okay, nehmen wir jetzt an, ihr habt einen Balisong gekauft. Was solltet ihr jetzt tun? Also ihr habt es gerade frisch aus der Verpackung genommen. Habt ihr es zum Beispiel wie ich hier liegen? Was macht ihr jetzt? Gleich schon wild drauf losflippen? Nein, natürlich nicht. Zuerst mal nehmt das Balisong auseinander. Und da könnt ihr so einen Schraubenzieher hier kaufen mit mehreren Aufsätzen, die hier einfach so rausfallen. Sowas hier kostet 2-3 €. Kein Problem. Schraubt einfach zuerst mal alles auf. Ich mache es hier jetzt nicht.
Reinigt alles einfach mit einem Taschentuch. Vor allem hier die Washer, also die Beilagscheiben, normalerweise bei billigen Balaisons, sind die aus Kunststoff. Reinigt diese, gebt sie wieder rein, denn ansonsten reibt Metall auf Metall und es nutzt sich ab und naja, das will man nun wirklich nicht haben. Okay, wenn ihr das gemacht habt, ölen. Und zwar, ich verwende hier immer Ballistol. So eine Schachtel hier habe ich für 3,50 € gekauft. Also kostet nicht wirklich viel und man kann es immer wieder verwenden. Einfach einölen. Danach Schrauben wieder zuziehen. Und wie ihr schon seht, hier habt ihr nun ein Handelspiel, okay, das sollte jetzt nicht sein. Deshalb hier noch zuziehen. Und sollte das Handelspiel immer noch vorhanden sein wie hier, dann kann es auch manchmal an solchen Schrauben hier liegen. Also an den Handelschrauben. Also das Balisong sollte gut verschraubt sein. Okay, das hier ist schon ein wenig ausgeleiert, deshalb bekomme ich es hier nicht so perfekt hin. Auch zum Beispiel beim Chimera seht ihr schon, die Handles bewegen sich kaum. Ein wenig Spiel ist normal, wie hier zum Beispiel beim Chimera, aber unbedingt mehr sollte es nicht sein. Wie geht's denn jetzt weiter? Wichtig ist, wenn ihr mit einem scharfen Balisong beginnt, also zum Beispiel hier dem JKR Inox, verklebt die gesamte Klinge inklusive Spitze. Soll heißen, ihr nehmt Klebeband in nach Signalfarbe am besten, verklebt hier die Klinge, damit ihr euch nicht schneiden könnt, und sobald ihr das Klebeband drauf habt, versucht die Klinge hier in die Bite Handle reinzugeben und zu schauen, ob die Klinge hängen bleibt durch das Klebeband oder nicht. Falls die Klinge hängen bleibt, einfach wieder nochmal neu bekleben. Ein weiterer Tipp, der mir damals sehr geholfen hat, die Bite Handle, also diese Seite, die der scharfen Seite der Klinge gegenüber ist, auch noch mit Klebeband bekleben. Einfach hier einen kleinen Ring drum oder auch hier die gesamte Handle entlang, je nachdem. Denn dann seht ihr beim Flippen, okay, das ist die schlimme Seite unter Anführungszeichen. Und ihr lernt schon von Anfang an, nicht die Bite Handle anzugreifen. Ihr seht schon, wenn das Balisong hierher schwingt, würde es mich jetzt verletzen. Ja. Das mal ein kleiner Tipp von mir so nebenbei. Weiter geht's jetzt mit dem Rantasten ans Balisong. Und zwar solltet ihr damit vertraut werden. Ihr solltet keine Angst davor haben, sondern lediglich Respekt. Und wie es auch schon in meinem Intro zu sehen ist, fürchte nicht die Klinge, respektiere sie. Und das ist das Wichtige, denn ansonsten braucht ihr gar nicht erst mit dem Flippen beginnen. Denn wenn ihr Angst davor habt, dann werdet ihr euch erst recht damit schneiden. Und ansonsten kann nichts schief gehen, wenn ihr keine Angst habt. Ja, wichtig ist, an das Gewicht gewöhnen. Natürlich gibt es Balisongs in verschiedenen Gewichtsklassen. Zum Beispiel das Jaguar hier ist relativ schwer. Auch das Chimera ist schwer mit 150 Gramm. Hier zum Beispiel das Mofo wiegt nur rund 100 Gramm, also ein Leichtgewicht. Wie gesagt, zuerst mal ans Balisong gewöhnen, ans Gewicht und irgendwann werdet ihr sicher noch ein Balisong kaufen, vielleicht auch mit einem anderen Gewicht und dann merkt ihr mit der Zeit, welches das richtige Gewicht hat, damit ihr auch gut flippen könnt. Okay, was natürlich praktisch ist, bevor ihr mit dem Flippen beginnt, wenn ihr auch schon irgendwas in Richtung Fingerübungen gemacht habt,
Zum Beispiel Coin Spinning, Pan Spinning, wie auch immer, da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Das hilft wirklich ungemein. Und das Wichtige ist einfach, dass eure Finger nicht verkrampft sind beim Flippen, sondern dass sie, ja, weich sind, beweglich, wie man es jetzt nennen will. Okay, kommen wir noch zu einigen Grundüberlegungen vor dem Beginn und dann dürft ihr endlich flippen. Okay, ihr solltet zuerst mal eine weiche Unterlage auf dem Boden haben, damit das Balisong nicht unbedingt kaputt wird. Oder ihr flippt einfach mal überm Bett. Da kann auch nichts passieren. Außer es fällt mal auf den Boden. Kann auch passieren. Ist auch nicht schlimm. Wichtig ist auch, dass ihr Schuhe anhabt. Es soll heißen, wenn ihr mit einem scharfen Balisong barfuß flippt und es fällt euch runter, das kann verdammt wehtun. Glaubt mir das. Es tut weh. Ich hab draus gelernt. Oder ansonsten, wenn ihr beim Bett flippt, dann schützt irgendwie eure Füße, auch wenn es nur ein Polster ist, das ihr drüber gebt. Quasi so, damit ihr euch nicht verletzen könnt. Noch eine wichtige Sache, wenn euch das Balisong runterfällt, vor allem bei einem scharfen Balisong, greift nicht danach. Lasst es einfach auf den Boden fallen, aufs Bett fallen, wie auch immer. Also ganz nach dem Leitsatz, a falling Balisong has no handles. Oder allgemein. Ein fallendes Messer hat keinen Griff. Soll heißen, ihr könnt euch verletzen, auch wenn ihr meint, ihr werdet euch nicht verletzen. Wie gesagt, fallen lassen. Am besten, wenn ihr merkt, okay, es fliegt weg, Hände sofort zurück. Lasst es fallen und ihr seid sicher. Wichtig ist auch noch, ihr solltet nicht flippen, wenn ihr wirklich müde seid oder wenn ihr ein, zwei Bier getrunken habt oder wenn ihr ziemlich gestresst seid. Denn Stress, Müdigkeit, Alkoholkonsum und so weiter führen zu Konzentrationsschwächen oder auch zu Übermut und da könnt ihr euch verletzen, werdet es auch bestimmt. Deshalb bitte flippt nur, wenn ihr wirklich körperlich und geistig total in Ordnung seid. Was natürlich noch eine wichtige Sache ist, schaut, dass keine Tiere, Babys, Kleinkinder oder jemand anderes in der Nähe ist, den ihr verletzen könntet. Mir ist es mal passiert, ich habe geflippt. Bei dem letzten Trick der Combo dann, wo ich das Messer gefangen habe, ist plötzlich eine Katze hinter mir direkt zum Messer gesprungen. Gott sei Dank ist nichts passiert. Ich konnte das Balisong fangen. Die Katze ist daneben vorbeigesprungen. Aber es hätte komplett anders enden können. Und ich bin ein riesen Tierfreund. Deshalb achtet bitte darauf, dass niemand in der Nähe ist, den ihr verletzen könnt. Worauf ihr natürlich auch noch achten solltet, ist, dass ihr kein Smartphone, Tablet oder sonst was in der Nähe rumliegen habt. Denn wenn euch das Balisong runterfällt und auf euer Smartphone drauf, dann kann es sein, dass das Smartphone kaputt ist. Das ist jetzt nur mal so ein kleiner Tipp nebenbei. Man weiß ja nie. Ja, ansonsten fällt mir noch ein. Solltet ihr schwitzige Hände haben oder nasse Hände, weil ihr gerade die Hände gewascht habt, flippt auch nicht. Zum Beispiel hier das Camera ist sehr, sehr anfällig, wenn man nasse Hände hat. Man rutscht sofort aus und es kann einfach so verdammt viel schief gehen. Also, nochmal zusammengefasst, kauft euch am besten einen Trainer, nicht den teuersten, pflegt das Balisong. Achtet darauf, dass niemand in der Nähe ist, den ihr verletzen könntet. Und achtet auch darauf, dass kein Smartphone oder so rumliegt. Ja, jetzt zum Schluss noch habe ich für euch hier einen kleinen, ich nenne es mal Fragebogen zusammengestellt. Ihr müsst mir die Fragen jetzt nicht beantworten, sondern ich möchte, dass ihr als Balisong-Neulinge euch diese Fragen selbst beantwortet. Und wenn ihr merkt, okay, ich weiß die Antworten darauf, ich habe mir das gemerkt, was er hier im Video gesagt hat,
Dann bin ich mir sicher, seid ihr bereit zum Flippen. Ja, und das war's mit meinem Balisong-Talk. Ein wenig kürzer, es wird bestimmt einen längeren noch geben. Natürlich seid ihr herzlich dazu eingeladen, das Video zu liken, zu teilen, wie auch immer. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, euer Dirty Cross. Ciao.